Was macht man jetzt eigentlich? Ich muss ja eigentlich dem einen da auch noch seinen Lazarusstein bringen. Ah nee, ich hab eine Mission, da muss ich hä? Messe des, ach stimmt ja, Messe des Begleiters, ne? Lass mich mal schauen, welches das war. Bin jetzt eh gerade so ein bisschen durcheinander, weil es schon länger her ist, dass ich aufgenommen habe. Wir sollen zur Schattenfeste. Na gut. Aha. Okay. Das sind die Lindwurm-Aufträge. Sachen, die ich nebenher erledigen kann. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Jawohl, wir bringen sie zur Schattenfeste. Das ist eine etwas schwierige Mission, aber wenn wir das schaffen, haben wir einen neuen Unterschlupf. Deswegen machen wir uns auf die Reise. Reise, Reise, Seemenreise. Dann wollen wir mal aufbrechen. Damit sage ich mal, ah, gute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon's Dogma. Wir haben einen weiten Weg vor uns, werden dabei, aber ich werde keinen Reisestein verwenden. Ich werde die nicht so leichtfertig verwenden. Die Reisesteine hebe ich mir nur für den Notfall auf. Wir haben einen weiten Weg vor uns, der uns fast zurückführt. Wir werden eine Zwischenstation aber machen dann. Bei dem Lager der Vasallen, oder? Lass mich mal kurz schauen. Vielleicht irre ich mich ja gerade, wo wir lang gehen. Was mache ich eigentlich? Ich drücke immer Select. Das ist so Macht der Gewohnheit. Nee. Okay. So. Wir werden eine Zwischenstation machen. Es ist gut, dass wir übrigens nachts wandern, dann kann ich nämlich so ein paar Creeps hier platt machen. Hey, 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 was willst denn du? Was entnehmen? Können wir gebrauchen. Wir werden bis zum Lager gehen, dort unsere Vorräte aufstocken und so weiter. Was? Wo, 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 wo? Das Messer ist auch so, die ist hier angegriffen und wir rennen als weiter. Wir sind auch so. Wir müssen auf jeden Fall Sorge tragen, dass sie nicht hops geht. Gut. Brauche ich das Leitung nicht. Wo schießt denn der hin? Oh, da. Alter! Das war ja eine geile Feuertacke. Also, ich denke, irgendwann werde ich doch auch mal auf Magier umrüsten. Aber jetzt bauen wir erstmal die Kriegerklasse aus für Angriffs- und Verteidigungswerte, ist ja klar. Wir bleiben erstmal auf dem Hauptpfad. Gegner? Ne, okay. Okay, ja. Wir arbeiten uns den Weg zurück. Es ist halt relativ dunkel hier. Wir hätten ja auch tagsüber reisen können, aber nachts kommen halt mehr Viecher raus, ist ja klar. Ja, ich will ja ein bisschen leveln. Alter, wie steigen wir auf hier und verbessern unsere Laufränke. Wo, wo, wo? Hier brennt's aber gut. Ey, ich habe mir einen echt guten Magiergehilfen hier gesucht von den Vasallen. Okay. Wo? Kann man da? Ah, das ist der Kompass. Okay, den wollte ich immer mal ausprobieren. Hier, friss das!
Ein geiler Rundumschlag. Die ersten Klumpen könnten wir echt mal gebrauchen für den Schmied. Ja, also wie gesagt, wir werden... Ich bin hier falsch, oder? Warte. Ich bin irgendwie falsch gelaufen, oder? Nee, das ist die Berghütte, okay. Erste Zwischenstation also. Stimmt. Ja, so sieht's auch aus. Watch for a goblin ambush ahead, arisen. Was zum Teufel? Okay, das sah aus, als ob da eine Leiche oder so hängt. Ich wusste doch, dass ich eben richtig gehört habe. So, jetzt ist sie unten, dann können wir sie kaputt machen. Alter! Ich habe schon mit Harpien in God of War zu kämpfen gehabt, da müsst ihr nicht euch noch anschließen. Ich warte halt immer, bis meine Gefährten die runterbringen, dann gibt's einen Angriff. Ich schlitz dich auf wie ein Schwein, du Hund! Oder du Hundin? Sagt man Hundin? Hündin? Hündin? Okay, das war so eine Beleidigung eigentlich auch, Gender Equality. Das wäre mal eine Frage, die Anita Sarkistin stellen könntet, was? Da kommt noch eine. Schnell, 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 ich will wieder aufsteigen. Gut, wir sind am Mondsichelpass. Ja, dann wollen wir auch vermeiden, runterzufahren. Wenn nämlich meine Begleitung da runterfällt, haben wir ein kleines, mittelgroßes Problem. So, hier geht der Pass weiter. Nachts überrenne ich nicht unbedingt immer nur, weil ich halt auch aufpassen muss, wo es lang geht. Banditen! Wo? Ich hab doch eben Banditen gehört. Die haben alle bessere Augen als mein Charakter, das gibt's ja nicht. Komm her. Wo bist du? Okay, so geht's auch. Ich bin nur hier rumgerüft, wie blöd. Wo sind die? Da. Alter, den Bogenschützen habe ich ja gar nicht gesehen. Der kam ja voll aus dem Dunkeln geninjert. Alter. Wie viele sind denn hier? Was ein Pfeilhagen! Hagel. Alter, jetzt stresst mich doch da eine mal hier. So geht's. Schied euch recht. Na, da ist noch ein Geld. Dankeschön. Wo ist noch einer? Nur ein Bogenschütze. Die haben ja meistens nicht so eine gute Rüstung, also daher. Scheiße, meine Ausdauer ist. Ja. Heil uns mal alle schön. Alright. Weiter geht's. Wir müssen nämlich wieder auf der anderen Seite des Passes runter. Weil wie schön mein Schwert leuchtet. Och man. Das war eine Sackgasse. Aber immerhin ein Kranichskraut. Kann ich gebrauchen. Irgendwo muss es doch hier wieder runtergehen. Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Lass mich mal kurz auf der Karte nachschauen, ob ich das irgendwie im Detail erkennen könnte. Ah ne, ich bin gerade auf dem richtigen Weg. Okay. Alright, stimmt, ich bin auf der anderen Seite hochgelaufen. Ja, so sehe ich das auch. Ne, wie gesagt, im Dunkeln bei so einem Pass renne ich jetzt nicht. Was haben die eben kaputt gemacht? Und einmal Öl. Looks like a cottage. Da gehen wir aber jetzt nicht runter. Hier lang. Noch eine Harpe! Okay.
Da kommen noch ein paar. Alter, ist ein ganzer Schwarm. Er schlagt die Betäter. Okay, das ist ein... Das ist ein wie eine Art Random-Event. Ah, seht mal da am Horizont, die Sonne geht auf. Cool. Ist mies, wie ist da runtergefallen? Dem springe ich jetzt nicht hinterher. Die Sonne geht auf. Ach, wie cool ist das gemacht. So, haben wir mal jetzt befreit? Glaub nicht. Doch. Okay. Ich würde sagen, gibt es sonst nichts? Ja, Master. Harpies. Ja! Einfach den NPC hier weg teleportiert. Komm her, du Mistviech. Wieso konnte ich das Happen gleich hier? Egal. So! Der Tag bricht an. Am Horizont, das ist gut. Wo? Was hat denn für ein Zauber auf meine Waffen gewirkt? Da. Okay. Kommst du da runter? Wie die verenden. Alright. Wir haben den Weggabelung bald erreicht und dann ist das Lager in greifbarer Nähe. Wo klappt ihr euch denn schon wieder rum? Okay, da sollte ich nicht unbedingt weiter, so allzu weit hochgehen, sonst kann ich runterfallen. Ja, das ist mir schon klar, aber ich will nur gucken, ob hier oben was Brauchbares liegt. Nix, bin ich jetzt hier hoch. Okay, komm jetzt, Hedis, geh hier runter, sonst fällt, nicht, dass du da runterfällst. Da unten in den Pass müssen wir später auch nochmal entlang. Oh, es gibt so viel zu entdecken noch. Wir sind ja auch noch relativ am Anfang des Spiels. Aber ich hab gesagt, ich ziehe das mit euch durch. Egal, wie viele Interessenten es gibt. Aber ich kann ja schon mal an dieser Stelle mal sagen, dass natürlich Fleiß auch belohnt sein soll. Deswegen grüße ich hier an dieser Stelle einmal Fusel Chin. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und das ist kein Elo, der so weiter. Ein Zuschauer, der die ganze Zeit relativ fleißig kommentiert. Deswegen, das mache ich öfter mal bei Let's Plays. Zuschauer grüßen, die ganz aktiv und fleißig dabei sind. Nun gut, also, Tag ist angebrochen. Ich denke, wir bleiben jetzt erst einmal auf dem Hauptweg. The road splits here. Let's be doubly sure of which will see us to our destination. I pray the day monsters no longer haunt the road. Woohoo! It's difficult to walk such a narrow path. Mächtiger Baum, ja. What a large tree. Ha, Banditen. Alles klar, ein kleines Scharmützel nochmal. Und wir sind ja fast beim... Was? Noch einen Gefangenen unterwegs. Den werde ich mir auch gleich kümmern, aber erstmal mache ich euch kaputt. Das war effektiv. Ich komme ja schon. Was ist denn? Alter, wie der ist drin! Wo? Alter, du bist noch ein Jadak vom Magerfeld. Komm her! Kein Geld mehr von den ganzen Schaden.
the southern bandits from the look. Thanks to you, I'm alive and whole. But those rats made off with all I had. Have an interest. This was Salamet Grimoire. Seems it chanced to survive the blaze when the old council's library burned down. It is a rare and powerful tome, as I hear it told, so I bought it from a merchant of my acquaintance. If it truly holds such power, the likes of salvation in any case, it is loss and hell to those damnable thieves. Next Arpad's cross, I'll take them for all they're worth. Mhm. Wir haben also nebenher. Was? Wo? Wo? Da. Wir haben also ein Teil eines anderen Auftrags erledigt, als wir das Grimoire finden müssen. So, hier oben ist noch ein Drecksack. Was willst denn du? Komm her. Was denn schießt er dort ab? Der Mann erfahrt. Hier muss man aufpassen, hier gibt es ganz schön viele Viecher auch, die rumlungern könnten. Aber wir haben immerhin einen ersten Hinweis auf den Folianten erhalten, den wir suchen. Boah, ich kann eben nicht reden. Wann konnte ich schon mal hier reden, deswegen bin ich jetzt Play geworden, ne? Hier liegen noch lauter schöne Geldbeutel, Schiss. Gut. Das Lager ist von hier zu sehen. Da wollen wir erstmal hin. Zwischenstation machen, Vorräder aufstocken, Inventar verwalten und so weiter. Bevor es dann hochgeht zur Drachenfest. Das wird schwierig, ein bisschen. Juhu! Was gibt's denn hier Feines alles denn? Sehr bitte bemerken, wenn wir so alles hier zu bemerken haben. Wie sagt mir, wenn ich jetzt so weiter runter gehe? Wo? Wo sind sie? Hier sind doch gar keine Wölfe. Ich bin irgendwie an einer ganz falschen Stelle hier. Wollte ich gar nicht eigentlich überall sein, aber egal. Da sind Wölfe. Ach, ich verstehe jetzt, wo ich bin. Ich bin hier viel zu hoch gelaufen. Ich muss wieder runter wieder. Das werf ich jetzt mal. Da. Macht Spaß. There, Master. Wolves. Never forget. Constant vigilance. Ich will aber gar nicht zu den Wölfen. Obwohl ich eigentlich diesen Pfad da hochgehen muss. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Lager. Das müsste ja hier drüben sein, ne? Ja. Ja, wir gehen jetzt erstmal nur das Lager verwalten und dann ist schön für diese Insel. So, mal schauen. Verwaltung des Lagers. Lager messen wir was ein, was ich jetzt gerade nicht mehr brauche. Die Pfeile gebe ich dann mal eher meiner Begleitung. Da ist auch ein Lazarusstein. Ach, den hätte ich doch schon in meinen A abgeben können. Egal. Dann lagere ich den doch mal ein, dass ich den nicht verbrauche, wenn ich sterbe.
Ja, Schiffsrolle brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Ja, gut. Das brauche ich erstmal nicht. Spaten brauche ich erstmal nicht. Die Sache mit der Gunst, die heben wir erstmal auf. Falls wir denen unterwegs begegnen, das ist ja durchaus möglich. Gesundheit. Feststellung für Waffen. Ich lage das erstmal ein. Ja, mein Akku ist toll. Ja, ich lade gleich auf. Jetzt wird das erstmal alles hier. Das macht mich viel zu schwer. Ich bin gibt ihm auf. Hanflas müssen wir da. Solange ich noch nicht die Rezepte dafür habe, brauche ich das eh erstmal nicht mitnehmen. Okay. So, wie sieht es bei meiner Gefährtin aus? Ich meine, diese Lagerverwaltung, das zieht sich halt ein bisschen, aber das muss sein. Deutsches. Somit beginnt eine der längsten und größten Escort-Missionen und ich kann euch sagen, die wird schwierig, die wird echt schwierig. Der Frust ist auf jeden Fall schon gegeben. Denn Mercedes neigt zwar dazu, gut durchzuhalten, allerdings stürzt sie sich auch allzu oft in die Gefechte und Kämpfe selbst hinein und ist dann schneller als einem lieb ist von Feinden umringt. Ob es uns gelingt, mit sie heile zur Schattenfeste anzubringen, das oder so nochmal erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge oder auch nicht. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, vergesst nicht, einen Kommentar zu lassen. Ich bin hier raus. Peace out!